groß angelegte Suchaktion in Petersberg im Landkreis Fulda. Am Montagnachmittag wurde nach einer 62-Jährigen gesucht. Diese war seit Montagmorgen gegen 9.30 Uhr aus einem Seniorenheim vermisst worden. Um 16.35 Uhr dann gleich die Entwarnung. Dank der Öffentlichkeitsfahndung konnte die Vermisste aufgefunden werden. Der Hinweis zu ihrem Verbleib kam von einem Bürger. Dafür dankt die Polizei ausdrücklich. Die Vermisste war auf medizinische Hilfe angewiesen. Im Einsatz waren neben der Polizei auch die Drohnenstaffel von DRK und DLRG aus Neuhof. Ebenfalls war auch eine Pferdestaffel im Einsatz. Weiterhin wurde auch mit Hunden nach der Vermissten gesucht. Osthessen News. Sehen, was bewegt.